Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu Grandia. In der letzten Folge sind wir erfolgreich vom Vulkan entkommen. Ich glaube, da geht's raus. Drachen besiegt, vom Vulkan entkommen, das Dorf Gumbo glücklich gemacht, und jetzt können wir zu den Ruinen reisen, wenn wir denn Dande finden. Ich glaube, der hieß Dande. Und ich habe mal hier auf jeden Fall ein bisschen aufgeräumt, so die, ja, die Inventare, und ich war kurz einkaufen. Und zwar haben wir das hier für Gedrin, ist eigentlich alles recht normal geblieben, und ich habe immer noch sehr viel Gold und ich konnte mich voll ausrüsten. Hier haben wir diese Statuswerte und Rüstungen, und da könnt ihr euch ja mal angucken, Pause drücken. Ich muss ja jetzt nicht 10 Minuten drüber reden. Und ja, suchen wir mal Dande. Dande? Dande. Ich glaube, es war Dande. Der müsste irgendwo an einem Steg rumlungern, glaube ich. Und dann können wir mit ihm zu den Ruinen rüber segeln. Bist du's? Ihr wollt mit... Ach, Danda, nicht Dande. Ihr wollt mit an das Boot zu den Zwillingsschirmen fahren? Passt lieber auf. Der Junge hat starke Arme, aber sein Kopf ist nur bei Naina. Es wird also ziemlich gefährlich. Sicher, Selbstgefälligkeit ruiniert die Menschen. Wir werden daran denken. Okay. Ach, da stehen sie ja. Sag, tapferes Paar, wollt ihr immer noch zu den Zwillingstürmen? Na dann los. Ja, los, fahren wir. Gut, tun wir es. Es ist kein Problem, dorthin zu fahren. Ich kenne mich mit Booten bestens aus. Ah, du siehst wirklich gut aus, Danda. Ja, dann wollen wir mal zu den Zwillingstürmen. Wir warten hier auf euch. Keine Angst, wenn ihr kommt, könnt ihr mit uns jederzeit zurück. Über die Zwillingstürme. Ich erfuhr es von einem, der dort oft war, weil er den Ort studierte. Sie sind von 4 Toren umgeben, aber ihr könnt nur durch das Nordtor gehen. Alle anderen Tore sind geschlossen. Danke für die Fahrt, Danda. Ach, übrigens, viel Spaß, ihr Abenteurer. Wir werden hier auf euch warten. Hey, das stimmt, wir werden hier warten. Nein, nur du und ich. Stellt mir hier keine Schweinereien an. So, mal sehen, ob es hier Tipps gibt. Nö. Ah, schön hier. Und da liegt direkt Kohle. Und die Musik ist so freundlich hier. Hier kann doch gar nichts Schlimmes passieren. liegt hier was? Tatsache. Samen. Wir haben Samen. Ich glaube, das sind wieder diese Geschick-Samen. Benutzen. Ja, Geschwindigkeitssamen. Plus 1 Klugheit. K-L-U-K. Machen wir es so. Aber dann geht es ja auch nicht mehr weiter. Gibt es hier keine Monster? Wahrscheinlich erst weiter drin, oder? Hier liegt schon wieder Geld. Ich bin reich und ich werde noch reicher. Ah, das war's ja wohl. Oder? Nee, ich kann doch hier drauf. Meine Güte. Aber hey, bisher noch keine Monster. Wird sich gleich bestimmt ändern. Wir können also nur durch das Nordtor. Ich glaube, dann haben wir erstmal einen... Ui, weiteren Laufweg. Warte, Justin! Seht dort, ein Panzer der Galei-Truppen. Was wollen die Galei-Truppen hier? Haben die Galei-Truppen das Ende der Welt auch überquert? Das muss ein Irrtum sein. Nein, schau, siehst du diese Spuren? Sicher der Panzer der Galei-Truppen. Ist mir neu. Machen diese Soldaten sehr viel Ärger? Ja, manchmal. Wenn dort welche von denen in den Zwillingstürmen sind, dann müssen wir vorsichtig sein, dass sie unsere Anwesenheit nicht bemerken. Uiuiui. Und sofort wieder Happy Musik hier. Also in die Richtung müssen wir. Und ich glaube, das ist hier ziemlich weitläufig. Dingelingeling. Ach, von der anderen Seite, ne? Ja. Kann ich so natürlich nichts machen. Und ich hätte Skype vielleicht leise stellen sollen. Egal. So oft bekomme ich ja keine Nachrichten.
weit und breit nichts. Oh. Ich schätze, wir haben hier sehr viel zu erkunden. Und wow, was seid ihr? Medusa-Tänzer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir greifen erstmal normal an. Ich habe Justin noch wieder die Axt angelegt. Weil er bei der Axt einfach das niedrigste Level hat. Ja, und Fina hat wieder die Messer. Okay. Ich glaube, ich arbeite hier doch vielleicht mal mit Zaubern. Lebenssauger. Oh, oh. Ach, 22 geht ja noch. Ihr seid komisch. Ihr seid richtig, richtig komisch. Ich bleib mal hier, weil Wind ist, glaube ich, auf Stufe 11 bei ihnen. Ich sollte vielleicht was mit Erde machen. Ja, die stehen alle ziemlich weit auseinander. Das finde ich nicht so schön. Nein, nein, nein. Feel the Earth's Fury! Immerhin treffe ich zwei. Aber mit Fina, das wird gleich ein bisschen blöd. Egal. Erstmal gucken, wie die überhaupt auf Zauber reagieren. Ui. Ah, ich liebe ihre Stimme. Trifft leider nur einen, aber passt schon. Wow. Ich glaube, die Viecher sind feuerempfindlich. The fuck? Sonst geht's gut? Toll, ich kann nicht mehr zaubern. Wir kriegen das hin. Ich hoffe, das ist kein dauerhafter Zustand. Und wenn doch, dann habe ich ein Problem. Hey, das wäre nicht so super. Ich mach mal Skype kurz aus. Das nervt mich. So. Ja, es ist ein dauerhafter Zustand. Leck mich am Arsch. Kann ich das mit zaubern? Nein. Obwohl, vielleicht? Man weiß es nicht. Nee, geht gar nichts. Scheiße. Ich brauche Zauberblocker. Oder irgendwas, was Verzauberung heilt. Heilkraut ja wohl kaum, gegen Gift auch nicht. Super. Ja, dann halt ohne Zauber. Weg war's. Das ist echt mies. Naja. Oder vielleicht verschwindet der Zustand nach einer Weile. Oder diese Viecher droppen etwas, was mich heilt. Das wäre echt gut. Sonst weine ich. Ja, ja, mach mal. Das ist ja noch in Ordnung. Das Ding ist, ich kann nicht zaubern. Diese Viecher sind so komisch. Aber was willst du machen? Ja, klar. So, einer noch. Oder ein Nee. Die zappeln schon ganz gut ab, hä? So, einmal noch und weg ist das Vieh. Also Heilung gegen Plage, das ist ja keine Plage. Ah, das regt mich jetzt auf. Ich muss hier doch irgendwas finden, womit ich das heilen kann. Fluchbrecher.
Eventuell, weiß ich nicht. Die haben ja schon schön ihr Lager aufgeschlagen. Ich glaube, das war's hier. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Warum auch nicht? Jetzt muss ich aber nochmal nachschauen. Irgendwas muss ich doch benutzen können. Nee. Hebt Zauberblocker bei einem Freund auf. Okay. Hätten wir das schon mal. Hilft mir aber auch nicht sonderlich weiter. Wie großläufig ist das hier bitte? Oh. Ich bin schon etwas froh. Ah, von hier kommen wir. Ich bin schon etwas froh, dass hier nicht ganz so viele Monster sind, obwohl wir hier so eine riesige Fläche haben. So, jetzt kommen wir hier in den Westen. Und müssen eigentlich nach rechts, deswegen gehe ich konsequent nach links. Hoffentlich gibt es hier noch so ein paar Zauberlöscher. Aber irgendwie ist hier weit und breit gar nichts. Was soll das? Was ist das für ein Ort? Wo gehe ich hin? I don't know. Und hier dreht sich der... Ah, ich glaube... Na, ich weiß nicht. Ich glaube, hier muss ich später sogar lang. Ja, das hier ist ja dieser Nordeingang. Okay. Ich frage mich halt, ob hier irgendwas rumliegt. Außer Trümmer. Wo wir wohl nicht durchkommen, hä? Natürlich nicht. Kommst doch eh nicht zu mir. Okay, nochmal zurück. Hier müssen wir auf jeden Fall rein. Ich möchte mich aber erst noch umschauen. Das ist so weitläufig. Hilfe. Help. So, hier kriegen wir eine genaue Richtung angezeigt. Der folge ich jetzt einfach mal. Ja, hier ist zu. Aber hier ist weit und breit nichts. Das ist der Wahnsinn. Da ist eine Kiste, da bin ich... Nein, 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 nein! Okay, ich gehe dann doch den richtigen Weg. Das Zurückgehen und Erkunden hat einfach gar nichts gebracht. Was für ein komischer Ort. Aber hey. Jeder Gang macht schlank. Also warum nicht? Hier ist zu, genau. Ich frage mich, warum der Kompass sich im Norden des, ja, der Türme dreht. Der zeigt keine Richtung an, der dreht sich einfach. Naja. Muss ja nicht alles Sinn ergeben. Das Spiel will uns bestimmt einfach nur verwirren. So, durch da. Hallo, weg war's. Immerhin kann ich ja mit Fina wieder zaubern und das macht das Ganze doch ein bisschen einfacher. Vor allem, weil die, was Feuer angeht, wohl eine Schwäche haben. Warum nicht? Hauptsache, die kommen nicht nochmal mit so einem Zauberblock-Gedöns.
So, ich weiß nicht, wo ich zuerst hin will. Hier nicht. Fina hat die Feuerpeitsche gelernt. Nice. Könnte ich gleich mal ausprobieren. Das wäre ultra mega geil, wenn ich das jetzt bitte könnte. Ich glaube, das kriegen wir noch hin. Ja. So, Feuerpeitsche. Ich habe die Peitsche nicht angelegt. Tschüss. Okay, bleibe ich. Ich wollte sowieso erstmal bei den Messern bleiben. Glaube ich. Ich guck mal nach. Moment. Uns wird hier wieder die Kohle hinterhergeschmissen. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Apropos, Ja, doch. War richtig. Ah, jetzt ist beides Stufe 16. Okay, dann rüste ich doch mal die Peitsche aus und dann können wir die beim nächsten Mal ausprobieren. Oh yeah. Hier ist jedenfalls nichts. Also gehe ich doch den Weg lang. Was soll das hier sein? Ein Labyrinth? Ach, guck mal. Heilkraut. Davon habe ich mehr als genug. Huch. Hallo. Jetzt probieren wir mal die Feuerpeitsche aus. Ich glaube, ich weiß auch noch, wie die aussah. Und zwar voll cool. Feuerpeitsche. Am besten schön mittig. Wenn die sich jetzt nicht verteilen würden. Oh yeah. Geil. Geiler Scheiß. Ich mag die Feuerpeitsche. Hau nicht ab. Ich krieg dich. Wer hat denn jetzt getroffen? Fina. Fina hat den letzten Schlag gemacht. Super, super. 48. Nur durch die Feuerpeitsche bekommen. Krass. Sehr gut. Dann lass mal schauen, was hier noch so abgeht. Kohle geht ab. Danke. Was ich hier ein bisschen doof finde, dass wenn man Geld findet, man nie sieht, wie viel Geld man findet. So, wo... nein, hier komme ich her. Hier muss ich lang. Not bad, eh? Fina hat es heute einfach voll drauf. Na gut, wenn man als Einzige zaubern kann, ist das vielleicht kein Wunder. Aber diesmal habe ich keine Zauber... Doch, Beben habe ich einmal angewendet. So, ich muss aber mal gucken, dass ich mit ihr mal heile. Einfach, ja, ich mache einfach alle heilen. Passt schon, passt schon. Ach, da ist noch so ein Vieh. Huch, scheiße. Scheiße. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen im Arsch. Hinterhälte sind hier... Ja, danke! Sind hier immer etwas sehr fies. Doofes Mistvieh. Es trifft auch noch immer alle. Ja, geil. Gatwin, du bist meine letzte Hoffnung. Bei ihm trifft das komischerweise nie. Vielleicht hat er ein Accessoire dafür an. Das kann gut sein. Dass sie im Zauberblocker halt nichts anhat. Heftiger Killangriff gegen einen Feind. Gegen alle Feinde kommen. Come, Power of the Universe. Ja. Ha! Dragon King Slice. Wow, es sieht so geil aus. Huch. So geil, dass es laggt. Come, try again.
Zu Recht. Zu Recht. Guti gut. Ja! Level 19. Fina hat es auch bald geschafft mit einem Stufenaufstieg und Sue auch. Und Gatwin auch. Wow. Das gefällt mir. Jetzt muss ich aber doch mal in die Ausrüstung gucken. Du hast doch sicherlich was angelegt. Feuerschutz? Nee, doch nicht. Schneckenhaus? Okay. Haben wir denn vielleicht Items, die... Ah, das ist zum schnelleren Zaubern. Schützt vor Verwirrung? Ah. Aber mit ihr... Ja, was nützt es, mit ihr schnell zaubern zu wollen, wenn ich nicht zaubern kann? Aber sie hat den Zauberblocker immer noch. Das ist ja jetzt echt doof. Das ist jetzt... Ja, ich weiß auch nicht. Feuerschutz, Feuerschutz. Ich nehme das. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Hallo. Medusa. Was ist das? Knopf. Was? Was ist das? Huch! Die habe ich nicht gesehen. Ach ja. Trotzdem alles gut gegangen. Stufenaufstieg. Sehr gut. So gefällt mir das. Aber was ist hier los? Von der Seite kann man auch noch irgendwas reißen. Von da bin ich gerade gekommen. Was sein muss, muss sein, ne? Ich bin ja fast am Überlegen, nochmal nach Gumbo zu gehen und Zauberlöscher zu holen. Aber ich habe keine Lust, dass die ganzen Medusas dann wieder da sind. Und die tauchen ja ziemlich plötzlich einfach mal so auf. Das ist nicht ganz so gut. Ah ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich von hier gekommen bin. Oh, nee. Von hier bin ich nicht gekommen. Todesfalle. Komm, try again. Das sah ja gerade nicht ganz ungefährlich aus, aber ich habe Geld gesehen. Ich habe Geld gesehen. Das nehme ich natürlich mit. Geld geil. So, und wir müssen da alle vier durch. Das ist schwierig bei so einer langen Kette. Lauft! Okay. So, hier ist was eingebrochen, weil der Panzer rüber wollte. Okay. Ich gehe mal erst nach... Nein, ich gehe erst nach links. Meinung ganz schnell geändert. Zauberlöscher! Bitte! Das ist kein Zauberlöscher, glaube ich. Vakuumrolle. 100 TP Windangriff auf alle Feinde. Ja, nimm mal mit. Och, sag nicht, hier gibt es wieder 1000 Wege. Ich mag 1000 Wege nicht. Aber hier ist der Panzer. Der ist ja ganz schön durchgerasselt. Okay. Jetzt habe ich wieder etwas Orientierung. Ich habe gerade noch gemerkt, ich kann zwar keine Elementarzauber anwenden, aber Spezialtechniken wie Feuerpeitsche, Lotushieb, das ist schon mal gut und dabei trainieren wir trotzdem noch gleichzeitig unseren Feuerzauber oder ähnliches. Das ist natürlich spitze. Damit kann ich arbeiten. So, auf das andere Medusa-Ding habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Na, komm schon. Beleben. Er weckt einen Gefallenen von den Toten. Nimm mit. So, weg. Nein, nein, nein. Oh, nein. Oh. Ich habe keine Lust mehr auf die
Vor allem rennt hier die ganze Zeit nur ein einziger Gegnertyp rum. Und das ist etwas deprimierend. So, Lotus-Sieb könnten wir machen. Wir könnten eine Schockwelle machen. Reichweitenangriff finde ich immer gut. Here goes. New Year. Nice. Aber du haust trotzdem einfach drauf. Kleine Sue. Und Fina auch. Oder? Egal. Ist ja jetzt auch egal. Wurfstufe. Also unsere Waffen gehen gerade richtig ab, was so die Stufenaufstiege betrifft. Finde ich auch gut. Lass das. Wir brauchen nicht unbedingt Zauber. Wir kriegen das auch so hin. Ja! Ich muss aber kurz mal nachschauen. Nicht bei dir, sondern bei dir. Axtstufe 15. Wird wieder Zeit für ein Schwert, würde ich sagen. Und bei Fina Zeit für Messerchen. Und bei dir? Ja, das geht noch. Schwert wollte ich. Nehmen wir das. Senkt zwar ein bisschen unseren Angriff, steigert aber unsere Technik. Wieso hat er zwei Stäbe mit? Ich habe keinen Plan. Ne, bei dir würde ich es so lassen und bei dir nehmen wir unseren neuen blauen Messerchen. Ich will ja alles gleichmäßig trainiert haben. Ich mag die Viecher nicht. Ah, jetzt können wir das hier öffnen. Sind wir wieder... Nee, das ist... Waren wir... verwirrt. Hier war ich doch schon, oder nicht? Jetzt... Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach geradeaus weiter, was offen ist. Obwohl ich befürchte... Nee, hier war ich noch nicht. Okay. Ich befürchte gar nichts. Ich bin furchtlos. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Todesamulett. Schutz gegen Falltotum. Okay. Wir finden hier allerhand Zeug... Oh, Zeug und da sind Soldaten. Das gibt gleich Ärger. Na, Medusa. Ich will nur gucken, ob da was liegt. Da liegt Geld. Na, okay, komm her. Fight! Come, try again. Bitte ein Zauberlöscher, bitte ein Zauberlöscher, bitte ein Zauberlöscher. Abwehramulett. Okay. Ja, noch ein Stufenaufstieg. Drei Stufenaufstiege in dieser Folge. Voll toll. Was war das? Das hier, ne? Schutz gegen Zauberblocker. Finde ich ja an sich echt wirklich super toll und super gut. Aber wenn wir schon, ja, geblockte Zauber haben, nützt das auch nicht. Schade. Los, los, los. Danke. Ich hasse dich. Okay, das war knapp. Hallo. Wir möchten bitte durch. Hä? Wo seid ihr? Ihr könnt hier nicht rein. Die Galei-Truppen führen hier Erkundungen durch. Oh, Moment. Wir sind nur, nicht Justin, Fina, Usu und Gadwin? Seid ihr die Fremdenführer? Wurdet ihr geschickt, um bei den Zwillingsturmstudien zu helfen? Ja, klar. Ja. Ja, wir sind Fremdenführer. Unser Boss sagte uns, euch hier herumzuführen. Oh, na dann. Wir haben auf euch gewartet. Wir können den Eingang zu diesen Ruinen nicht finden. Okay, schnell rein mit uns. Wir können die Einzelheiten drin besprechen.
Super. Keine Ahnung, wie wir es gemacht haben, aber wir sind reingekommen, ohne viel Aufsehen zu erregen, hä, Justin? Shh, sie kann nicht hören, Sue. Nun macht schon ihr Schnecken hinein. Oh, Sue, ey. Kinder, Kinder, Kinder. Ui, Speicherpunkt. Klingt super. Hallo? Oh, nun, das kann ich verstehen. So seltsam sind diese Ruinen. Warum gibt es keinen Eingang? Wo kommt ihr denn her? Ihr seid nicht wie Soldaten gekleidet und ihr seht nicht aus wie die Leute von hier. Wir sind die Fremdenführer. Wir wurden hergeschickt, um die Zwillingstürme zu studieren. Ja, das sagen sie alle. Also ihr seid Fremdenführer, hä? Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich muss euch etwas fragen. Ich habe schon viele Ruinen gesehen, aber dies ist die geheimnisvollste. Warum bauten sie diesen Ort überhaupt? Warum nun? Oh, es war... hör auf, so viel R zu sagen. In Wahrheit haben wir keine Ahnung. Wir sind die lokalen Führer. Was machen sie dort? Könnt ihr das nicht sehen? Ich graviere meinen Namen hier ein als Erinnerung. Macht ihr das nicht? Nein, wir nicht. Wir meinen, Graffiti ist schlecht. Das ist nur was für Kinder. Okay. Und was sagst du so? Hallo, hallo, wir sind die Führer aus Gumbo. Führer, also ihr wisst eine Menge über diese Ruinen. Ich habe viele Fragen an euch. Nun, ich denke, wir wissen eigentlich überhaupt nichts. Das ist ziemlich auffällig. Hier ist also diese Tür. Da wollen wir wohl rein. Kann ich hier rein? Nee. Huch, was? Schon wieder Ablösung? Hey, wer seid ihr denn? Wir sind Fremdenführer. Fremd? Verstehe. Ja, ihr seht nicht wie wir aus. Habt ein Gesicht auf dem anderen. Habt ein Gesicht auf dem anderen. Was? Und hier so? Pass auf, Justin, sie sind es. Was ist los, Sue? Was? Sch, versteckt euch schnell. Oh je. Was für ein langweiliger Auftrag. Mund studiert nur noch Türme. Vielleicht steht ein neuer Auftrag an. Wenn wir das mit dem Nebelwald nicht so vermasselt hätten. Mein Traum, Mulns Gehilfe zu werden. Welch furchtbare Erfahrung. Der Zug hielt nicht an und wir verloren einen halben Tag. Mulden ist verrückt geworden. Wie hieß der, der die Bremse zerstört hatte? Justin? Ich werde es ihm heimzahlen. Er bezahlt mit seinem Leben. Sie sind weg. Klingt so, als würden die sich an mich erinnern. Scheint, als hättest du Frauenprobleme. Kennst ein paar Tricks, hä? Ach, Justin, du hast mächtig Eindruck bei den Mädels hinterlassen, würde ich sagen. Hey, Justin, diese drei Frauen unterhielten sich über einen Herrn Mullen. Oh, der, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Es sieht so aus, als sei da drüben eine Tür. Kommt auf in den Turm, bevor wir Mullen treffen. Oh, Jemine, kann ich da rein? Versuchung. Versuchung? Das ist alles sehr seltsam hier, ein bisschen. Hier stehen noch ein paar Panzer rum. Ach, hier. Okay. Was haben die denn hier bitte gebaut? Ja, da müsste ich rein. Ich überlege gerade aber, die Folge zu beenden. Die wäre dann aber wieder viel zu kurz. Okay. Beenden wir es heute doch mal hier. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, Kommentieren, Liken. Was ihr nächstes noch so für mich tut. Ich werde versuchen, die nächste Folge wieder länger zu machen. Weil ich einfach auch nicht mehr weiß, wo der nächste Speicherpunkt wäre. Und ich eigentlich nicht so viel Zeit habe. Also, bis dann. Tschüss.